ab, Leute. Es ist brutal heiß in Deutschland gerade. Ja, wir haben knackige 38 Grad hier bei uns. Richtig schön. Und ich mache Diät. Ja, es ist natürlich ein Traum. Aber egal. Ja, was geht im Moment ab? Die Sache ist die, Thema des heutigen Vlogs ist, ja, Punkt A, was ist mit der Hitze eigentlich los in Deutschland? Nee, Spaß. Es ist wie jedes Mal eine Diät, da kann ich eigentlich echt drauf wetten, dass ich mich so ein bisschen erkälte. So, und ja, irgendwie ist das wieder passiert, trotz der Temperaturen bin ich einfach irgendwie krank geworden. Also was heißt krank? So ein bisschen Halskratzen und einfach schlapp, einfach am Arsch so. Und ja, das ist im Moment auch so. Und wie ich damit umgehe, erzähle ich euch heute so ein bisschen. Natürlich wirft mich das jetzt so ein bisschen zurück, weil ich jetzt nicht so hart diäten kann, wie ich es gerne machen würde. Weil ich ja meinem Körper auch Energie geben muss, ja. Aber ja, das erzähle ich euch heute im Laufe des Tages. Nehme euch so ein bisschen mit. Ich gehe heute Abend erst spät trainieren, weil das macht einfach bei dem Wetter keinen Sinn. Und gebe euch dann noch so ein paar Tipps, wie ihr trotz dem Wetter zum Beispiel genügend essen könnt und auch wie ihr das Training ein bisschen angenehmer gestalten könnt. Also viel Spaß beim heutigen Video. Autofahrer sind alle durchdrehen. Was geht ab? Ich sitze im Garten bei meinen Eltern und ist ein bisschen in der Sonne jetzt gerade. Bevor es gleich weitergeht zum McFit, zu Kursen, da bin ich sehr gespannt, wie viele Leute überhaupt kommen. Aber ich habe ja gesagt, ich gebe euch ein paar Tipps zum Thema Training bei solchen Temperaturen. Wir haben heute 40 Grad hier. Das ist einfach richtig, richtig heftig. Ja, Punkt Nummer 1 ist den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das heißt, ich gehe jetzt heute zum Beispiel auch nicht mittags trainieren, sondern erst abends, ne? Wenn nach 21 Uhr, wenn man kann, oder halt einfach, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist auf jeden Fall Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn ihr draußen trainiert, auf jeden Fall sucht euch schattige Plätze für Training, ja? Achtet auf euren Körper. Es kann Hitzeschäden geben, ihr könnt einen Hitzeschlag kriegen, Sonnenstich oder einfach Übelkeit, Schwindel, alles Mögliche, und das ist nicht so schön, dann habt ihr halt auch direkt keinen Bock mehr auf Training. Punkt Nummer 3, viel trinken. Ich habe gestern bestimmt fast 12 Liter Wasser getrunken. Gut, das ist auch nicht normal. Ich trinke halt auch sonst übertrieben viel, aber gerade jetzt bei solchen Temperaturen achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall genug trinkt. Ja, außerdem trainiert nicht übertrieben hardcore, sondern macht es einfach gediegen, ein bisschen entspannter, vielleicht ein, zwei Übungen weniger. Nicht das Übungspensum, was ihr sonst fahrt, weil ja, das kann dann auch eher nach hinten losgehen und dann fühlt ihr euch auch nicht gut und ihr wollt euch ja nach dem Training gut fühlen und nicht schlecht. Deswegen achtet darauf, dass ihr auf jeden Fall ja, in Maßen trainiert, nicht zu hart. Und dass ihr aber trotzdem
euer Trainingsreiz gesetzt habt und auf jeden Fall nicht irgendwie abbaut oder sowas. Ja, akklimatisieren. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel in ein klimatisiertes Studio kommt oder aus dem klimatisierten Auto oder aus der Wohnung und so, dann gewöhnt euch erstmal kurz an die Hitze und an die Temperaturen. Noch ein Auto. Ja, gewöhnt euch erstmal an die Temperaturen, damit ihr nicht sofort abkackt und dass es euch sofort schlecht geht. Das ist super, super, super wichtig. Ja, und vielleicht auch ein Punkt, der ein bisschen unterschätzt wird, die richtige Kleidung tragen. Damit meine ich nicht möglichst nackt, ne? Sondern atmungsaktive Kleidung tragen, damit sich die Hitze nicht staut, damit die Hitze gut raustransportiert wird. Und ja, da gibt es Funktionskleidung für. Schaut mal, es steht eigentlich fast überall drauf, von Adidas, Klimacool zum Beispiel. Ne? Das sind Klamotten, die sind super für solche Tage. Und wenn ihr draußen trainiert, laufen geht und sowas, Kopf- und Augenschutz kennt eigentlich jeder, der irgendwie in den Süden geht oder dem es warm ist und so. Jeder kennt diesen Tipp und ja, Sonnenschutz auftragen, einfach schützen vor der Sonne. Einfach Standardtipps, die es auch sonst gibt, wenn ihr in der Sonne wärt. Ja, ich relax jetzt noch ein bisschen und geht dann gleich los in den Kurs. Beende für heute diesen Vlog. Abonnieren nicht vergessen. Die Woche Sixpack Challenge ist fast vorbei. Ja, wenn man krank wird, gibt es natürlich ja, so ein paar Schwierigkeiten. Ihr könnt halt nicht einfach normal weitermachen, sondern müsst das Ganze ein bisschen runterfahren, dem Körper ein bisschen mehr Energie geben, mehr Nahrung. Das heißt, ich esse jetzt ein bisschen mehr, damit ich mich erholen kann und muss dann gucken, wie ich die letzten Tage noch rette, damit das Nachher-Video auf jeden Fall ein Erfolg wird. Also seid gespannt, bleibt dran, abonnieren und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.